Fans, ich wollte mich nochmal melden. Also diese Niederlage, ja, das war keine Niederlage, das war eine Arbeitsverweigerung. Das muss man so sehen, so sehe ich das. Und da habe ich mal einen Wunsch an die Oberen des HSV. Sie sollen euch die U23 hinschicken nach München, das ist besser. Und dann hätten wir Mittwoch eine ganz komplette, ausgeruhte Truppe. Das ist meine Meinung. Also was Sie sich erlaubt haben heute, da haben Sie wieder den HSV blamiert, mich natürlich auch blamiert, aber ich bin nicht wichtig. Aber die Stadt Hamburg ist wichtig und die haben Sie wieder in Dreck gezogen mit solcher Leistung. Das ist die Bundesliga, das ist keine Kreisliga, das ist noch weiter nach unten. Also wer so nach München fährt, wollen die dann oder war in München föhnen? Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist sich das alles so ein bisschen zum Kopf gestiegen. Also einzige Kritik will ich nicht machen bei den Spielern. Wenn ich nach Noten gehe, also zwischen 5 und 6. Also das war ganz, ganz, ganz schlecht. Aber das wissen Sie selber auch. So, da können wir jetzt noch über Wein jetzt Sonntag und so. Aber am Montag geht das weiter. Am Mittwoch haben wir das schwere Spiel gegen Gladbach. Da müssen wir alles wieder machen und tun, dass wir da einigermaßen in die Spur kommen. Also das ist meine Meinung. Und noch was. Also wenn ich so nach München fahre und mich so abschlachten lasse, der muss sich mir das überlegen, ob ich weiterhin Profifußball spiele. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. München war gut. Also herzlichen Glückwunsch auch an Bayern München. Die waren gut, aber wenn du so spielst, das ist amateurhaft. Das ist, ich muss doch irgendwie mal auffallen. Und wenn ich mal auffalle, dass ich mal einen umhaue oder irgendwas. Also die sind ja gar nicht aufgefallen, nur negativ. Das war Fußball zum Abgewöhnen. Entschuldige, dass ich das sagen muss. Ich bin ja mit einigen Spielern gut befreundet. Aber das geht nicht, so kann ich kein Fußball spielen. Also, Gisul, zieh das Training an, sonst sehe ich schwarz. Das ist meine Meinung. Aber schnell so, Jungs, ich werde mir heute ein Sekt reinschütten oder ein Bier, irgendwas mache ich gleich und ihr macht das auch. Also, ich bin mal gespannt, wo man auslaufen, dann verstecken Sie sich wieder alle. Tschüssi, schönen Sonntag noch. Also, für mich ist das Wochenende versaut. Scheiße, große Scheiße. Tschüssi, tschüss.